klopf, klopf, sind wir jetzt am Start. Hallo, ja, hallo und schönen guten Abend. Versuch Nummer zwei. Ja, Versuch Nummer zwei. Zu den Küchenchefs des Todes, die heißeste Kochshow im deutschen Twitch-Fernsehen, meine Damen und Herren. Wir konnten es kaum erwarten. Ja, es scheint zu klappen. Also wir haben hier das Gewitter des Todes über uns und es wurde schon gewarnt, dass die Internetverbindung zusammenbrechen kann. Aber jetzt scheint es zu laufen. So. Macht euch mal lauter, Boys. Wir sind total laut. Wir sind super laut, aber ich mach. Ich rolle das schnell. Die wollen heute richtig. Weil es mir gefällt. Wunderschöne Lied. Eigentlich wollten wir erstmal gar nichts sagen und euch nur dieses Lied genießen. Ich rolle das schnell. Hier auf dem weil es mir gefällt. Wahnsinn. Ja. Vielen Dank, Leute. Letztes Mal haben die Alarme nicht geklappt hier und jetzt gibt er. Boah, hier wird jetzt wieder gereset. Ich rolle das schnell. Weil es mir gefällt. Ganz gut, das wollte ich. Sehr geil. Ey, vielen Dank, Nathalie, Leute. Nathalie, danke für fünf Monate. Wie seid ihr denn drauf? Hammergeil. Ich rolle das. Du musst ja noch einige Kochshows machen. Und Chris rollt das eher. Nochmal fünf Monate, ey, Leute. Was geht Alter, mit euch Alter, ab? Alter, ihr seid voll der krass. Knaller direkt zum Einstieg. Wahnsinn. Habt ihr denn alle auch schon die Kochschürze gekauft? Habt ihr alle schon eine? Yeah, Luxus, ganz genau. 100 Bits, vielen Dank. Zu Hause trägt der Dirk die auch? Ich trage die eigentlich immer mittlerweile. Unten ohne und nochmal so, 100 ne? Bits. Wow, vielen Dank, Leute. Darf ich jetzt Hype was Train sagen? Level 5? Ja, du darfst immer was sagen. Wir danken euch einfach. Wir haben noch gar nichts gekocht. Okay, vielen Dank. Und ihr habt auch das von letztem Mal nicht probiert und trotzdem. Alles gut. 5. Ei. Und ein Subscribe. Was geht denn ab? Meine Kochschürze ist angekommen, Corinna, cool. Du bist auch die Einzige, von der ich weiß, dass sie eine hat. Ja, stimmt. Wer hat noch eine? Nee, leider. Okay. Ich könnte mir auch keine leisten, glaube ich gerade. Musste diese unglaublich teuren Zutaten für das Essen. Und jetzt könnte ich mir auch keine Kochschürze mehr leisten. Okay, hier geht's ziemlich ab. Darf ich jetzt was sagen oder also geht jetzt? Du darfst was sagen, ja. Also Freunde, ich muss sagen, ich habe mich mega auf die Sendung heute gefreut, weil es gibt eins meiner Lieblingsgerichte heute und zwar Burger. Und wir reden hier nicht von dem McDonald's und Co. Kram, sondern Burger mit den feinsten Zutaten selber gemacht. Und der Tobi, der erklärt euch jetzt mal, was für Zutaten da reinkommen, oder? Wir steigen mal direkt ein, oder Leute? Was meint er? Boah, das war aber eine Vorlage. Jetzt muss ich ran, ne? Jetzt musst du ran. Vielen Dank, DJ FX3. Also beim letzten Mal ging es ja auch mit dem Teig los und wir wollen nicht einfach Brötchen nehmen, die wir gekauft haben irgendwo, sondern wir wollen wirklich auch die Brötchen versuchen selber zu machen. Ne? Weil wir sind ja die Burgermeister. Das die war Burger natürlich total Meister. Hochgestapelt. Also wir gehen hier sehr unvorbereitet an die Sache dran und wollten einfach mal gucken, was passiert, wenn wir zwei zusammen einen Burger machen. Unser Wissen von Burgern zusammen in eine Schüssel tun und gucken, mit welchen geilen Gadgets kann man einen Burger so pimpen, dass er am Ende irgendwie die Mampfmaschine richtig umhaut zum Beispiel. Ja, und oder uns selbst. Oder ja. Uns selbst. Und Freunde, ich hab sogar zur Feier des Tages Omas Fleischwolf ausgegraben, Leute. Ja, also das ist noch richtig oldschool hier, ihr seht. Also wir machen alles selber, sogar das Fleisch. Und der Tobi... Hast du den denn geputzt? Richtig, richtig geiles Fleisch besorgt. Ja, der ist geputzt. Soll ich euch mal das Fleisch zeigen erstmal? Zeig mal das Fleisch, los. Ja. Haus mal raus. Damit ihr mal wisst, wo der Hammer hängt hier. Und in der Zeit gehen mal Grüße raus. Nämlich mein Bruder ist am Start heute. Und der hat einen kleinen Sohnemann. Den grüße ich jetzt hiermit. Hallo. Ich grüße den natürlich auch. Da ist... das Fleisch. Ich nenne den übrigens Krümel, den Kleinen. Ja. Ja. Und auch meine Schwester ist, glaube ich, heute am Start. Also ich habe hier voll die Familienpower am Start. Und also ich habe mir seelische und moralische Unterstützung quasi geholt für heute. Die wirst du auch brauchen. Ja, das werde ich brauchen. Jetzt guckt euch doch mal bitte das hier an.
Halt mal die Kamera. Ah, ja. Also, Leute, ich will nichts sagen, aber... Das ist der geile Scheiß. Das ist nämlich US Ribeye. Und zwar so ungefähr 600 irgendwas Gramm davon. Ne? Yeah. Und das haben wir deswegen ausgesucht, weil das halt so schön hohen Fettgehalt hat. Weil das so toll marmoriert ist. Und wenn man Rindfleisch nimmt beim Frikadellen, Burger-Frikadellen machen, dann hat man oft das Problem, dass es zu trocken wird, dass die Dinge auseinanderfallen. Und weil wir das noch nicht so gut drauf haben, hatten wir die Hoffnung, wenn wir so ein richtig tolles Stück Fleisch holen, dass es dann vielleicht klappt und das Fett den Burger zusammenhält. Ja. Vielen Dank für 300 Bits übrigens. Und ihr seht, Leute, ich habe mir eure Kritik... Oh, vielen Dank. Stagepixel. Wahnsinn. Nein. Two Stagepixel. Okay. Ja, ein Abo oder was? Alles der Hammer. Hier geht's ja ab hier. Hört man denn die Alerts heute auch? Sag ja, man hört sie. Ja, das ist sehr geil. Das ist ja, hat ja noch nie geklappt. 127% Level 5 Hype Train. Das hört sich für mich sehr, sehr, sehr gut an. Wow, mega. Ja, das Leute, ist so also... ungefähr wie der Fettgehalt dieses Burgers. Also ich habe mir eure Kritik zu Herzen genommen, Leute. Ihr habt letztes Mal gesagt, ey, man braucht ein Haarnetz, wenn man kocht. Und natürlich, ihr habt recht... wie konnte ich nur? Deswegen habe ich mir heute extra die Kochfrisur hergerichtet. Wenn du dich nicht umdrehst, dann fallen auch keine Haare in die Suppe. Richtig, so, das gibt mal einen Applaus, oder? Also eine Kochfrisur heute. Und Tobi hat natürlich das Haarnetz am Start in Form einer Kappe. Ja. Also das ist meine Corona-Kappe, glaube ich. Die trage ich seit einem Jahr. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil damals die Friseure zu hatten. Und irgendwann habe ich mich so dran gewöhnt. Ich will gar nicht wissen, wie das da unten drunter aussieht. Was da alles kreucht und fleucht. Und deswegen ziehe ich es auch gerade heute Abend nicht aus. Also. Ey, Corinna, danke für 200 Bits. Wahnsinn. So, also, wir haben einen Fleischwolf, wir haben Fleisch. Aber bevor es mit Fleisch losgeht, müssen wir erstmal ein paar Brötchen machen. So, der Tobi erklärt euch jetzt mal, wie der Teig für die perfekten Burgerbrötchen geht. Schieß los, Baby. Ich muss sagen, ich habe das zum ersten Mal heute gemacht. Deswegen weiß ich nicht, ob das der Teig für die perfekten Brötchen ist. Ich höre jetzt auf, so tief zu stapeln. Jetzt also, ich habe gelernt. Natürlich jahrelange Erfahrung. Jahrelange Erfahrung. 500 Gramm ist immer irgendwie so ein gutes Maß fürs Mehl, ne? Und deswegen nehmen wir auch 500 Gramm des Mehles. Das Maß ist voll. Und dieses Mal ist es wichtig, dass es ein Mehl des Types 550 ist, weil das ist irgendwie toll für süßes Gebäck. Und das Gebäck, was wir hier für die Burgerbrötchen nehmen, das ist ein sogenannter Brioche-Teig. Ich glaube, das kann man vergleichen mit so einem Toastbrotteig, so ein helles weißes, genau. Hefeteig. Und da kommen wir erstmal 500 Kilo von dem Mehl hier rein. Oh, das staubt ordentlich. Hast du das schon vorher abgewogen? Wo ist denn die Putzmaschine eigentlich? Was? Die Putzmaschine? Ich weiß auch nicht. Ich muss gleich mal gucken. Aber hast du das vorher schon abgewogen? Ich habe die andere Hälfte habe ich heute Morgen benutzt, um schon mal ein bisschen vorzuarbeiten, damit wir auch den fertigen Teig haben, weil der muss ja irgendwie ein bisschen wieder durchsutschen und durchziehen. Die Hefe muss also wieder Zeit haben, um aufzugehen. Und deswegen habe ich natürlich schon wieder was vorbereitet. Das ist jetzt nur... damit der Dirk gleich mal sehen kann, wie schön das ist, in so einem Teig rumzukneten. Ja, geil. Oder aber bevor wir kneten, glaub, das Wichtigste erstmal anstoßen. Geil. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, und, dass ihr alle da seid, das ja. Macht natürlich noch mehr Spaß, aber mit dir hier zu stehen und zu kochen allein ist natürlich auch schon echt eine tolle Sache. Danke, danke, danke. Das ist aber lieb. Guckt ja auf sein Handy, ne? Ja, ich gucke auf mein Handy. Mach, ich habe nämlich gerade eine SMS von meiner Schwester gekriegt. Also sie ist wirklich am Start heute. Das ist super geil. Also schön aufpassen, damit auch weißt, wie Burgerbrötchen gehen. Ja. Also so. 500 Gramm Mehl, Typ 550. Und dann kommt da rein 200 Gramm Milliliter Wasser. Und dazu kommen noch 4 Esslöffel Milch. Das ist schön. Ich kann hier mal Befehle geben und... 4 Esslöffel Milch. Ist das nicht spannend? Meine Hand zittert so ein bisschen. Mann, das ist wichtig, dass man sich daran hält. Jetzt mach noch. Nein. Das waren 4, ne? Oh, hier kam schon wieder ein Blitz. Wir haben irgendwie so komische Stromspitzen hier immer. Wahnsinn, draußen geht's ab. Hoffentlich ist der Ton noch da?
Habt ihr das gesehen? Also oben wütet es echt unfassbar krass. Das ist geil. Wir hoffen echt, die Leitung bleibt stehen. Purple Maze schreibt, der Dirk muss erstmal SMS löschen, damit der neue empfangen kann. Woher weißt du das? Der Ton ist noch da, sehr gut. Also, was muss denn noch rein? Ich weiß es gar nicht mehr, ich habe es vergessen. Also ich finde, laute Aufregung. Hefe könnte rein. Ja, genau. Und zwar, wo hast du die Hefe hingetan, Junge? Da kommt ziemlich viel Hefe rein. Beim letzten Mal habe ich gesagt, macht wenig Hefe in eurem Pizzateig, aber in diesen Teig kommt scheinbar viel Zeug rein. Und zwar so ein, das ist ja immer so ein Päckchen. Wo ist er? Die Hefe ist weg. Soll ich mal die Hefe holen gehen? Unterhalt mal unseren Chatty hier und ich gehe mal Hefe suchen. Ja, okay, ohne Leute, Hefe. Ihr seht, wir sind super vorbereitet hier. Wir haben quasi, wir sind hier voll vorbereitet. Nein, sind wir nicht. Aber, was soll ich sagen? Es könnte natürlich auch noch oben im Kühlschrank sein. So, also Freunde, während der Tobi jetzt hier die Hefe holt, gehe ich mal zum anderen Mikro. Weil dann kann ich nämlich den Chat sehen. Oh, das Mikro ist lauter hier. Und jetzt gucke ich erstmal, wer hier alles am Start ist von euch. Flupper 333 ist am Start. DJ FX3, Meister August, Meftev, Annie Germany ist hier. Steffi 83 ist am Start. Wir haben Dogfather, das ist mein Bruder übrigens. Hallihallo. Und wir haben Hefe, wunderbar. Stechfan ist am Start. Stechfan, auch geil. Wir haben Xorbiax, Flupper. Oh, vielen Dank. Ein Alarm schon wieder hier. Mega. Also wenn man im Showbusiness nicht seine sieben Sinne zusammen hat, dann hat man echt ein Problem. Ja. Aber ich habe es gefunden. Es war in der Tüte. Warum hast du das jetzt so ganz groß geschaltet hier? Okay. Weil ich nichts mehr sehe. Also wir bröseln jetzt hier die Hefe rein. Dann brauchen wir noch 80 Gramm Butter. Oh. Wie viel Hefe? Ein ganzer Klumpen oder was? Das ist ein halber Klumpen davon. Also die Hefe, die hat immer so ein ganz genaues Maß. Ich glaube 36 oder so. Ja. Und davon nimmt man die Hälfte. Okay, also fassen wir nochmal zusammen. 500 Gramm Mehl ist da drin. 4 Esslöffel Milch. 250 Milliliter. 200. 200 Milliliter, Entschuldigung. Wasser. Und Hefe. Ja, jetzt kommen 35 Gramm Zucker dazu. 35 Gramm Zucker. Und der nächste Blitz. Oh, sieht gut aus. Ein Ei kommt auch noch. Ein Ei. Oh, Leute, da habe ich eine Geschichte zu erzählen. Das darfst du mal machen, oder? Zu einem Ei? Das hätte ich mir gedacht, dass du eine Geschichte zum Ei zu erzählen hast. Leute, das sind nicht Hühner aus eigener Produktion, sondern Eier aus eigener Hühnerproduktion. So. Und damit ich auch weiß, wann die gelegt worden sind, ist da mit Edding das Datum draufgeschrieben. Seht ihr das? Hä? Okay. Das ist das Legedatum, meine Damen und Schreiben Herren. Schreiben die Hühner also, das da drauf oder schreibst du das da nein, drauf? Nein, das mache ich da drauf. Also das Eier aus eigener Zucht quasi. Haus Rin. Okay. Brauchst nur eins? Brauchst nur eins? Mit oder ohne Schale, Dirk? Hast du Hühner? Ja, der Dirk hat Hühner. Die hab sind ich. Schwarz, glaube ich sogar, die Hühner vom Dirk. Wo kommt hab die Schale ich. Hin? Die Schale kommt... Ah, die würde ich aufheben, die fressen die. Okay. Und natürlich eben, irgendjemand hat mich daran erinnert, dass ja auch Salz da reingehört. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Ihr seht, wir sind Vollprofis. Ich mache in alle Gerichte eigentlich immer einen Teelöffel Salz rein. Und das ist irgendwie so eine Faustregel, die klappt gut bei mir. Bei mir kommt immer ein Glas Bier rein. Das sind so 8 Gramm. Ich glaube, für 500 Gramm Fleisch ist das auch gut. So, jetzt noch 80 Gramm Butter und dann können wir hier Mischi-Mischi machen.
Mann, ist das aufregend. Letztes Mal Pizza war ja noch leicht, aber Burger, das ist ja irgendwie... Puh, wer hatte die Idee nur gehabt? Ich bin echt jetzt so langsam richtig zittrig. Was machst du? Übrigens, wer es noch nicht weiß, die Schürzen gibt's bei Metal Addicted Mail Order Mum, unser Merch-Shop. Mhm. Damit kocht ihr auf jeden Fall besser, auf jeden Fall. Was machst du jetzt? Ich versuche 80 Gramm der Butter abzuteilen. Hier gibt es so eine Skala, die hilft mir da. Mhm. Ja. Sieht nicht schön aus, ne? Da ist eine Skala drauf. Ja, das sind immer so 50 Gramm Schritte und dann kann man, wenn man schlau ist, kann man sich dann hoch. Wow, ich lerne hier richtig was heute. Siehst du? Es gibt eine Skala auf der Butter, wo man abmessen kann. Nicht auf der Butter, auf der Verpackung von der Butter. Gerade mal wieder die Waageeichen. 0 Gramm. Wie viel haben wir jetzt? 29. 60. 76, war gar nicht 76, schlecht, ne? Um 4 Gramm darf man sich ruhig mal vertun. Alter! Voll krass. 80 Gramm. So, Leute, habe ich irgendwas vergessen reinzutun? Hammer. Wir haben Mehl, wir haben Wasser, wir haben Milch, wir haben Salz, wir haben Butter, wir haben Hefe, wir haben Eier. Ja, hört sich gut an. Hört sich gut an, Zucker. Oder? Zucker. Pfeffer? Pfeffer? Nee, ne? Pfeffer nicht. Und jetzt muss man das halt, glaube ich, vermengen. Rühren. Ich hole mal was. Ich mach das mal mit der Hand. Soll ich mal? Ich mach das mal. Also, ich rühre jetzt hier mal ein bisschen. Du musst das auch, ne, zeigen. Das ist wieder so richtig eklig wie beim letzten Mal. Und man muss das auch, entweder macht man das mit der Maschine, lässt das die Küchenmaschine machen, oder man macht das mit den Fingern und dann muss man da so lange drin rumkneten, ja, bis sich das leicht lösen lässt. Wir sind oldschool, ich gehört. Wir machen das noch, ja, analog quasi. Also obwohl wir beide eine Küchenmaschine haben, stimmt's? Ich habe deine. Ja, meine alte. Ja. Ich habe Tobis Küchenmaschine gekauft. Mhm. Weil der hat sich nämlich einen Thermomix gekauft. Das darfst du nicht verraten in der Kochshow. Nicht? Doch, Thermomix ist auch voll okay. Das ist echt eine coole Sache. Das ist so, ja, Kochen für Doofe. Der Führerschein, damit auch Männer kochen können und so. So, genau. Also ich knete jetzt hier weiter und was brauchen wir noch? Wir haben gesagt, wir wollen da auch so richtig geil karamellisierte Zwiebeln machen, ne? Genau. Und dafür müssten wir mal so eine Pfanne auf den Herd stellen, Zwiebeln richtig klein schneiden. Okay, und das der ganze ist mein Scheiß. Job. Das ist jetzt dein Job. Außer du willst hier weiter kneten. Ich knete mal und lese hier ein bisschen. Alles Liebe zum Teig. Hände vorher nass machen. Ja. Freunde, wer von euch kennt eigentlich die Musik, die im Hintergrund läuft? Oh ja, stimmt. Das war wieder so ein Geistesblitz von mir, diese Musik auszusuchen. Die ist mir auch immer im Gehirn geblieben, seit ich 6 bin. Das ist wieder eine Frage für Purple Maze, glaube ich. Wir haben noch so ein cooles Schneidebrett, oder? Ja. Wo ist denn das? Da liegt das Fleisch gerade drauf. Ah, dann machen wir das Fleisch hier auf den Teller. Chubby, hi. Das ist ja cool, dass du da bist. Ja, wir versuchen hier mal ein bisschen zu burgern. Wir versuchen alles selber zu machen, aber für den Fall der Fälle haben wir auch... So, wir machen dem Chubby, hallo Chubby, ja, übrigens, wir machen dir jetzt mal die Nase lang. Guck dir das mal an hier, guck's dir an. Purple Maze hört nichts. Es stimmt, es ist ein Call für alle Fälle. Ja, also wie gesagt, wir versuchen alles selber zu machen. Wenn es nicht klappt, dann haben wir auch fertige Brötchen, fertige Frikadellen und alles. Und dann lassen wir es nachher einfach so aussehen, als hätten wir das gemacht. Mach richtig mal lauter, Tobi. Das höre ich oft. Was denn lauter? Ich soll lauter. Weiß nicht, wie das geht. Müsste jetzt lauter sein. Also der Teig, der klebt mir immer noch sehr an den Händen, wie ihr seht. Bei der Zwiebel, die Schale, die muss ab, ne? Ja. Was hätten wir denn gerne? Ringe oder halbe Ringe? Ich finde Ringe eigentlich ganz cool. Ich glaube, wenn die 20 Minuten in der Pfanne sind, dann ist es eh relativ egal. Dann werden die einfach so eine schlotzige Schlabbermasse.
Hört ihr mein Atmen? Bisschen mehr Mehl, wenn es zu sehr klebt. Ja. Aber dann verfälsche ich ja das wahnsinnig geile Rezept. Wow, schon wieder ein Blitz. Habt ihr gesehen, Leute? So, wer kocht denn eigentlich mit uns hier? Wer ist denn auch in der Küche gerade und ist am Kochen? Erzählt mal. Das mit dem Mehl an die Pfoten, das macht erst Sinn, glaube ich, wenn man den Teig so ein bisschen geknetet hat. Wenn man den schon mal irgendwie losgeworden ist wieder. Ich mache das später auch, dann Olivenöl oder Mehl und dann geht's. Aber ich bin ja auch kein Küchenchef des Todes oder sowas. Oder ich bin ja kein Bürgermeister. Also es klebt immer noch. Zwiebeln wären am Start. Ja, ich glaube, da können ruhig noch ein paar machen. Das müssen so richtig viele Zwiebeln sein. Du willst nur, dass ich heule, ne? Ja. Ist das okay? Ja, ne? Alter, ich schneide dir so viel Zwiebel, wie du willst. Das ist schon mal ganz gut. Kannst du mal eine Werbepause machen? Ich krieg den Teig nicht los. Jetzt habe ich die andere Hand auch noch reingetan. Verdammte Scheiße. Jetzt bin ich echt... Wie soll ich wieder nach Hause fahren heute? Ja. Das ist so eine Sache, ne? Ja. Chris hat Essen bestellt bei uns und wartet bis heute. Das hat leider... Das war für dich gedacht eigentlich, aber dann kam der René und hat es einfach aufgegessen. So, jetzt wasche ich mir einfach mal die Finger und dann versuche ich das gleich mal mit Mehl und Öl irgendwie in den Griff zu kriegen. Ist schon nicht mehr ganz so schlimm klebrig, aber kannst du mir mal die Ohrenstöpsel rausmachen? Nee. Das sind Probleme. So, Zwiebeln. Ich habe jetzt zwei. Und die sollen jetzt karamellisiert werden. Ich habe dem Tobi gesagt, ich hätte gerne karamellisierte Zwiebeln auf dem Burger, weil das ist richtig geil, Leute. Und das versuchen wir jetzt mal zu machen. Also erstmal Butter in die Pfanne, Butter auslassen. Viel Butter. Haben wir noch Butter? Ja, hier ist noch Butter. Hast du eine Mutter, hast du immer Butter. Schmeiß mal rein in die Pfanne. Es gibt so ein Sprichwort, das besagt, viel hilft viel. Das ist wohl richtig. So. Die Butter muss jetzt ausgelassen werden und dann werden die Zwiebeln sehr, sehr lange in der Butter quasi geschmort auf ganz kleiner Flamme, bis die anfangen zu karamellisieren. Ne? Ja, ich glaube. Und man kann auch ein bisschen Salz dazu machen, habe ich irgendwo im Internet. Das bedeutet dann nämlich, dass die Zwiebeln irgendwie mehr Flüssigkeit verlieren. Und genau. Das führt wiederum dazu, dass... die Süße mehr rauskommt. Danke. So, wenn man da jetzt ein bisschen Mehl dran macht, dann wird da auch irgendwie ein Schuh draus. Aber die im Fernsehen, die schaffen das immer ohne, dass sie da extra nochmal Mehl dran tun. Hast du nochmal das Brettchen? Ja. Seid ihr noch da? Butter. Zucker. Zucker, ja, Chubby sagt Zucker. Man kann auch später, wenn es irgendwie nicht karamellisiert genug ist, noch Zucker dran machen. Aber. Genau, also karamellisieren geht natürlich auch mit Zucker. Wir versuchen das immer ohne, so wenig Zucker wie möglich. Ne? Aber sieht schön aus, oder? Ist natürlich cool, ey, sieht super aus. Oder? Leute, das ist ein Applaus wert, oder? Naja. Dafür habe ich mir gleich erstmal ein Schlückchen des Bieres verdient. Absolut. Erstmal anstoßen. Ja, warte mal. Jetzt. Hast du den Hall-Effekt auch angemacht? Zu Ehren.
Ja, das ist dann nächste Sendung, kommt dann das Echo noch dazu, wie beim Dusky. Wer von euch kennt den Dusky? Sehr cooler Stream hier auf Twitch, Dusky Plays. Zieht euch das mal rein. Der zelebriert immer das Bier trinken, ist phänomenal. So, ich wollte jetzt das Salz auf die Zwiebeln tun. Ah ja. Ich glaube, das dauert ein bisschen hier. Der ist nicht so auf Zack, der Dirk. Also, mit dieser Mischung hier kriegt man so um die 8 Burgerbrötchen hin, habe ich mir sagen lassen. Ne? Und der muss aber jetzt erstmal wieder in die Schüssel und dann kommt entweder eine Frischhaltefolie oder ein feuchtes Handtuch drüber. Und dann lässt man das über Nacht am besten irgendwo stehen, damit der Teig viel Zeit hat, um sich in Ruhe zu verdoppeln und zu vervielfachen. Damit da so kleine Hefepupse drin sind und das so richtig fluffig wird. Richtig. Ne? Deswegen tun wir den da mal rein. Also davon mache ich morgen Hamburger, glaube ich. Genau. Also der Teig pupst jetzt. Schön in Ruhe. Und damit das schneller hier geht, haben wir eine Zeitmaschine am Start. Wir haben eine Zeitmaschine eingebaut quasi. Mhm. Und nach der Zeitmaschine ist quasi ein Tag später. Sollen wir die mal simulieren, die Zeitmaschine? Morgen! Ah! Wahnsinn! Ja, gut geschlafen. Ja. War ein geiler Stream gestern, ne? War ein geiler Stream gestern. Ich hatte gestern gesagt, da werden 8 draus, aber es sind nur 6. Sind nur 6 geworden? Mhm. Hast kleiner gemacht. Ich habe heute Nacht noch 2 gemacht, weil ich so einen tierischen Heißhunger bekommen habe. Ah, verstehe. Aber so ungefähr sehen die dann aus, wenn die portioniert sind. Und oh, vielen Dank, Corinna. Was denn? Für... Danke. Das waren das, glaube ich. Yeah. Vielen Dank. Genau, also, einen Tag später, Leute. Tobi hat seine fertigen Teigklötzchen mitgebracht. Aber es sind nur 6 geworden, weil der hat heimlich gegessen heute Nacht. Ja. Und so sehen die aus, meine Damen und Herren. Und ich finde, das ist ein Applaus wert. Ich muss hier mal runter gucken, weil dann treffe ich den auch. Vielen Dank für 200 Bits. So. Und die werden jetzt nochmal mit Ei und Milch bestrichen und dann kommt noch so Sesam drauf. Und dann tun wir die bei 200 Grad für 20 Minuten in den Ofen und hoffen, dass die nochmal wieder ein bisschen größer werden, damit da auch dicke Frikadellen hinpassen. Die sehen irgendwie so ein bisschen mickrig aus. Ich habe die Sorge, dass das vielleicht zu klein bleiben könnte. Der Dirk wird jetzt noch eins von seinen Eiern hergeben. Und wann ist es? Sag ich jetzt mal nichts. Was denn? Gegen meine Eier kannst du nichts sagen. Okay, also, wo ist er hin? Ich habe mir gerade wieder die Kopfhörer angezogen und kann mich jetzt deswegen nicht mehr umdrehen. Mhm. Ein Ei? Ich verklepper das mal. Wie sagt ihr dazu? Sagt ihr auch verkleppen? Bei uns sagt man verquirlen. Aber da gibt es ja in verschiedenen Landstrichen immer die lustigsten Ausdrücke. Vielen Dank, Ellie, für 200 Bits. Auch von mir, danke. Habt ihr schon mal während Konzerten etwas gegessen? Und wenn ja, was? Oh, ich esse ständig. Ich glaube, ich habe nur flüssig Brot zu mir genommen. Aber das habe ich schon des Öfteren mal gemacht. Auch während eines Konzerts, muss ich sagen. Also auch beim Verkleppern muss man unwahrscheinlich auf den Takt achten, Leute. Also das muss alles timingmäßig korrekt sein. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aha. Hier, ich mach ein bisschen Milch rein. Das brauchst du nicht so glaube ich. Vielen Dank. Ja. So, wie machen wir das? Tun wir die zuerst da rein und bestreichen die dann? Oder bestreichen wir die und tun sie dann rein? Wir bestreichen die jetzt mal hier, ja? Ja, die Leute wollen ja sehen, wie das geht, oder? Ihr wollt das doch sehen, Leute, oder? Wollt ihr sehen, wollt ihr wie das man sehen, Brötchen wie das mit geht? Ei bestreicht? Ja, dann bestreich mal. Gib her. Wir haben noch so viel zu tun, Mann. Der Stream soll ja ein bisschen dauern auch. Ach so. Na gut. So, in der Zwischenzeit guckst du mal, was meine Zwiebeln machen. Bei den Zwiebeln ist noch nicht so viel passiert, glaube ich.
Aber wir haben auch noch nicht so oft mit diesem Herd hier gehen. So, das ist schön. Fein. Wer hätte das gedacht, ne? Dass wir irgendwann mal hier stehen und kochen. So. Sesam drauf, kurz vor dem Rausnehmen. Oh shit, okay. Ihr wisst ja alle viel mehr als wir. Sehen die jetzt zu klein aus, oder was meinst du? Der DeLorean steht neben Tobi. So, da sind wir wieder. Ja, ihr habt's ja schon mitgekriegt, ne? Gewitter und so, was soll ich sagen? Also, das Internet ist uns heute nicht so wohlgesonnen. Das kracht ganz gut da oben. Aber jetzt sind wir wieder da. Und in der Zwischenzeit, wie ihr eine Pinkelpause hattet, hat der Tobi seine Brötchen schon mal fertig gemacht. Und ich habe vergessen, die platt zu drücken. Die waren nicht platt genug. Und jetzt musste ich gerade nochmal unter Einsatz meines Lebens die im Ofen platt drücken. Hier. Genau. Und währenddessen schmoren da hinten schon die Zwiebeln, Leute. So, Zwiebeln sind jetzt hier in Butter. Jetzt kümmern wir uns mal um das Fleisch. Das ist das, wovor ich am meisten Angst habe. Huhu, erstmal Werbung. Ihr seid wieder da mit gutem Ton, danke. Ich guck mal gerade auf die Uhr, denn die Brötchen, die sollen ja so ungefähr 15 bis 20 Minuten drin bleiben. Also um 21:25 Uhr müsst ihr mich mal dran erinnern, dass ich die dann mal versuche rauszuholen. Ich guck mal, ob die schon ein bisschen größer geworden sind. Werden schön groß. Läuft bei uns. So, wo ist Zucker? Zucker? Machst du jetzt doch Zucker rein? Dirk macht Zucker rein. Danke für den Tipp. Karamellisieren Zucker. Ja. Scheiß drauf. Heute wird gesündigt. Na gut. Ihr seid alle voll die Angeber. Habt ihr wenigstens Honig, Rauch, Barbecue-Soße? Nein. Entschuldigung. Wir sind noch nicht so weit wie ihr. Wir haben natürlich eine viel geilere Soße, ja, ist immer klar. Wir machen hier nur ein bisschen. Okay. Beim Zucker vorher prüfen, ob es kein Salz ist. Ja, das ist ein sehr guter Tipp. Okay, jetzt kümmern wir uns ums Fleisch. Wir müssen irgendwie. War Zucker. Ja? Wir müssen das Fleisch irgendwie klein kriegen. Der Dirk hat, geh nicht so mit dem Fleisch um. Der Dirk hat einen antiken Fleischwolf ausgekramt und wir werden mal versuchen, dieses tolle Stück Fleisch in den Fleischwolf zu drehen. Und dann mal gucken, ob da was Cooles rauskommt. Bist du noch da? Ja. Die Zwiebeln müssen ja jetzt richtig langsam schmoren, richtig? Also richtig langsam. Also auf richtig kleiner Flamme und so. Sagen wir mal, Hackfleisch machen, wo tun wir das denn rein? Wir brauchen wieder eine Schüssel. Mein Gott. Sehr geil, das ist die absolute Hackfleischschüssel. Wenn ich das jetzt so anschneide in so kleine Scheibchen, holst du dann den Fleischwolf und wir drehen das da durch? Sollen wir da erstmal... Ich wär soweit. Boah, das so, Freunde, Premiere jetzt.
Fleischwolf. Fleischwolf-Attacke. Das ist ein Dino-Steak, ja genau. Ja, dann los. Okay. Meinst du, das ist zu dick? Ich werde sehen. Finger weg. Passiert gar nichts. Boah. Na, na, na. Hoffentlich ist das kein Fluxkompensator und das geht irgendwo in der Zeitschleife verloren, das Hackfleisch. Das wäre nämlich dann echt sauschade. Es kommt nicht mehr raus. Ich schieb noch was nach. Achtung, Finger. Ach du Scheiße. Pass auf den Finger auf, Junge. Ja, ja, brauche ich nicht mehr. Wer muss schon Gitarre spielen? Reichen noch zwei Finger. Aber passiert da was? Nee, irgendwie nicht, ne? Schlagzeug spielen kann man mit weniger Fingern, oder? Vielleicht muss man das irgendwie nachdrücken. Ich habe ja gesagt, wir sollten das einfach mit dem Messer schneiden. Den Rest machen wir so. Kommt ja nichts raus. Du drehst vielleicht auch falsch rum. Warte. Nee. Oh Mann, wie können Leute nur mit so gutem Fleisch so scheiße umgehen? Okay, der Plan funktioniert nicht. Ja? Ja? Muss weiter drücken. Wie soll ich denn hier weiter drücken? Weiter! 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 Kannst du mal weiter anmachen? Weiter. Das kommt hier immer wieder rausgeflutscht. Weiter! Weiter! Nee, Leute. Weiter! Das ist uncool. Geht nicht. Popelt das mal wieder da raus. Okay, also so. Die Fleischwolf-Version hat schon mal nicht geklappt. Das dauert jetzt noch mal extrem viel länger, ne? Geil, aber das schneidet sich irgendwie so locker runter. Wir machen keinen Burger, wir machen Rindfleisch Carpaccio. Haben wir gerade jetzt umgesattelt. Darf ich mal nach hinten gehen und das ein bisschen in Ruhe schneiden und das dann vertauschen mit dem gemischten Hackfleisch aus dem Supermarkt? Ich glaube, die verlieren das Vertrauen in uns. So, Freunde. Doch, das wird Hackfleisch. Was können wir denn in der Zwischenzeit noch machen? Was müssen wir denn? Wir brauchen noch eine Burgersoße. Mach doch mal eine Burgersoße. So, Freunde. Du sollst nicht nur Bier trinken, du sollst jetzt eine Burgersoße machen. Okay, Burgersoße. Was hättest du denn gern drin? Also auf jeden Fall mal Ketchup. Ketchup finde ich gut. Ich weiß nicht, ob man das darf oder nicht, aber ich mache in meine Burgersoßen immer Ketchup rein und Mayonnaise. Mayonnaise. Dann finde ich es geil, wenn da Zitrone drin ist, damit das so was Frisches kriegt, Zitroniges. Mhm. Und dann finde ich, gehört Paprika rein. Einfach so Paprika-Gewürz. Dann kann man wahrscheinlich auch Schärfe reintun, wenn man will. Ja, Chili ist immer ganz geil, finde ich. Das lasse ich immer weg, weil ich irgendwie mit scharf habe ich jetzt nicht unbedingt so den Mega-Vertrag. Aber Senf vielleicht? Senf geht immer. Ja? Und da war noch irgendwas. Nee, das war's, glaube ich. Oh, schon wieder ein Blitz. Krass. Und wieder. Tja, ich würde euch jetzt gerne irgendwas erzählen, während ich hier das Fleisch schneide. Aber ich bin ja nicht so der Erzählbär. Also erzählt mir doch mal was. Selbst ich weiß, wie ein Fleischwolf funktioniert. Ja. Hat der Dirk nicht. Das Problem ist nicht zu wissen, wie er funktioniert. Aber in Wirklichkeit ist ja viel besser, das mit dem Messer zu schneiden und das nicht irgendwie so fies kaputt zu häckseln. Ne, das stimmt. Obwohl das bei mir auch ziemlich fies aussieht. Sieht gut aus, ne?
Aber es dauert halt ein bisschen. Ihr müsst also halt Geduld beweisen und hier ordentlich Party schmeißen. Das ist auf jeden Fall mega gutes Fleisch. Also ist echt der Knaller. Holt euch eine Stulle und dann genießt diesen wunderbaren Stream mit uns. Oh, oh, Freunde, guckt mal in den Ofen. Was ist denn da? Ist da was verbrannt? Das sieht richtig gut aus da drin. Also die Brötchen werden schon mal richtig geil. Mhm. Die sind jetzt schon ein bisschen aufgegangen und kriegen auch die perfekte Form hier. Ja. Das wird richtig gut. Da bin ich ja froh. Ich freue mich schon. Ich habe eigentlich gar keinen Hunger mehr, weil ich habe heute Nachmittag schon gegrillt. Ich bin total vollgefressen und weiß gar nicht, ob ich das hier überhaupt so richtig rüberbringen kann, weil ich glaube, man kann nur gut kochen, wenn man auch total Hunger hat. So. Dirk, was ist mit der Soße, hör mal? Du musst ein bisschen die Leute entertainen. Soße kommt. So, also. Gute Burgersoße braucht Ketchup, Leute. Viel Ketchup. Ich muss mal hier von dem Mikro ganz kurz weg. Ich muss mal hier das Schneideproblem lösen. Hey, was sehen wir denn da? Ein Spritzer Worcester-Soße. So, hier, Freunde. Ich gehe mal gerade ein bisschen in den Hintergrund und dafür können wir mal unseren Special Guest hier begrüßen heute Abend. Na? Warte mal. Hi. Die Fleischmaschine ist am Start. Macht ihr lecker Essen? Machen wir. Hallo. Moin. Moin. Ins Mikro sprechen. Hallo. Moin. So, Freunde, also Ketchup, Worcester-Soße, ein Spritzer Zitrone. Dann Senf. Nö. Das ist doch kein Senf. Dann Senf. Willst du mich verarschen oder was? Das ist natürlich Paprika. Ich hab's aber kurz geglaubt. Also. Was? Wo? Ich stehe wahrscheinlich nur im Weg hier. Oder kann ich euch helfen irgendwie? Also René war ja eigentlich gedacht, wo denn? Das Fleisch zu zertrümmern. Ich? Ja. Ach so. Das ist Senf, ne? Das ist Senf. Mhm. Und das ist Mayo. Das sieht ja lecker aus. Lass kein Messer fallen, ich habe keine Schuhe an. So, Freunde, Gabel. Ja. Mmh, ist aber eine leckere Sauerei. Matschepampe. Ja, kann ich was tun? Oder? So, mal probieren. Ja, selbst zufrieden, ja. Ist leider geil. Okay, noch ein bisschen Paprika. Ich mach das mal hier sonst. Vier große und eins in der Mitte ist klein. Ich glaube, das wird von den äußeren Vieren klein gehalten. Das, in der Mitte, das Brötchen. Ich glaube, das wird gedisst. Nein, die berühren sich noch nicht. Nicht. Geil. Das wird die Burgersoße. Riecht nach Senf. Ja. Riecht nach Senf. Ich muss ja zugeben, ich habe schon ein bisschen Hunger. Ja. Nee. Ja. Ja, klar. Ja, ne? Dürfen wir denn schon? Natürlich dürfen wir. Was denn? Also, Freunde, ihr wisst ja, demnächst gibt es ein Streaming-Konzert bei uns. Und zwar hier auf dem Kanal.
Genau. Und das wird ein ganz spezielles Konzert, nämlich... Es wird ein Special geben, ein Weichen- und Zunder-Konzert. Weil genau. Wir haben uns gedacht, jetzt ist so viel Zeit vergangen, wir haben eh alle, oder ich zumindest, habe eh alle Texte vergessen und die anderen haben alle die Songs vergessen, dann können wir genauso gut Weichen und Zunder spielen. Richtig. Ist noch länger her, aber irgendwie alles lang her, deswegen egal. Genau. Dürfen wir denn den Grund sagen überhaupt, den wahren Grund? Machen wir das? Ja. Nein. Nein, davon nicht, ne? Nein, das dürfen wir nicht. Okay, dürfen wir nicht. Nein. Aber wer ein bisschen gelesen hat, der kann sich wahrscheinlich schon was denken. Hm? Es wird auf jeden Fall ein einmaliges Konzert mit einer einmaligen Setliste, die wir auch nur einmal spielen, nämlich genau in diesem Streaming-Konzert. Und das Konzert ist auf Spendenbasis, ja? Also... Ja. Also wer Lust hat, kann gerne spenden. Er kann so tun, als würde er auf ein Konzert kommen und quasi einen Eintritt bezahlen. Mhm. Wer keine Lust hat, dem ist es auch freigestellt. Also jeder kann es sehen. Genau. Natürlich hoffen wir auf viele Eintrittskarten und gucken, dass wir so ein bisschen über die Runden kommen. Ne? Richtig, genau. Es wird auf jeden Fall ein Riesenspaß. So viel steht fest. Also die Proben... waren okay. Ja. Wir haben ja jetzt länger nicht gespielt, ne? Geht so. Mhm. Aber das wird, Leute, das wird. Genau wie die Burger. Aber wenn die Probe gut wäre, dann wäre das Konzert scheiße. Ihr kennt das, ne? Also wenn die Probe, gerade die Generalprobe, gut wird, dann wird das Konzert meistens scheiße. Deswegen hoffen wir einfach, dass die Proben scheiße bleiben. Weil dann wird das Konzert geil. Richtig? Richtig. So, nochmal für alle zum Mitschreiben. Was denn? Am geilsten ist ja die Hintergrundmusik dazu. Ach so, ich höre ja nichts. Ich habe ja keine Kopfhörer an. Was passiert denn da gerade? Chubby. Chubby, bist du noch da? Hast du schon Angst? Wovor sollte er denn Angst haben? Wir haben den Chubby nämlich herausgefordert, beziehungsweise er uns ja eigentlich, letzte Show. Und wir werden uns battlen, so viel steht fest. Es steht noch nicht so ganz fest, wann. Das ist ja lustig. Wie steht ihr dazu, ich muss weiter weggehen, ihr wisst, ich bin weitsichtig. Wie steht ihr dazu, wenn ihr bei Konzerten, beim Lied Gammelfleisch, jeder ein HM-Schürze tragen würde. Ja, wäre geil. Haben wir überhaupt so viele HM-Schürzen noch? Gibt es noch HM-Schürzen? Ja, wir haben noch welche. Übrigens immer noch bei Mom Metal Addicted Mail Order zu haben. Habe ich eigentlich auch eine? Kriege ich natürlich auch eine? Oder? Ja. Aber wo die ist, weiß ich jetzt nicht. Ich meine, ich habe es mir zwar noch nicht verdient, aber... Du könntest ja schon mal die Tomaten schneiden, dann hast du es dir auf jeden Fall verdient. Na endlich! Endlich kann ich was tun. Her damit. Wie spät ist es? 21:27. Damit musst du erstmal waschen, oder? Tomaten? So. Dann wasche ich mal Tomaten und Hände und dann komme ich wieder. Bis gleich. Ja, so. In der Zwischenzeit karamellisiert das hier hinter mir so vor sich hin. Das wird auch ziemlich gut. So, im Ofen backt's vor sich hin. Muss ich das da oben machen, damit die das sehen, oder was? Ja, Scheiben, andersrum. Wie andersrum? So rum? Ach so. Sieht besser aus.
Ich schneide die Tomate, Tomate, Tomate. Ich schneide die Tomate in Scheiben klein. Aber oh, ich glaube, die sind zu dünn. Dünn ist gut. Die sehen mir ja dann gar nicht ähnlich. Oh Leute, habt ihr während Corona auch so zugenommen? Ey, ist Wahnsinn. Ja. Ja doch, Ehrlichkeit währt am längsten, was? Soll ich mal meinen Bauch zeigen? So. Oje, oje, es kruschelt schon wieder hier im Stream. Kruschelt. Könnte sein, dass wir gleich wieder weg sind, dann kommen wir gleich wieder. Ihr kennt's ja mittlerweile. Eigentlich ist es gut, dass ich das da oben auf den Tisch schneide, weil dann sehe ich, was ich mache. Wegen meiner Weitsichtigkeit. Wow, vielen Dank. Danke. Wofür? Danke für die Karten. Karten gekauft, ne? Karten gekauft. Was für Karten? Hey, Grüße nach Forst an der Lausitz. Wahnsinn. Ach was, echt? Ja. Geil. Ich glaube, wir müssen da nochmal hinfahren. Und wenn es nur ist, um Whisky zu trinken. Ja. So, Freunde, so sieht das Hackfleisch aus. Das habe ich zerbissen. Das stimmt, deswegen war er so lange leise. Ich habe gesagt, das habe ich zerbissen. Ja. So, ich mache jetzt auch den Platz frei. Das hier esse ich jetzt einfach. Abgeguckt. Die esse ich jetzt einfach im Hintergrund. Tschüss. Lecker. Gab es Konzerte, die wegen Corona noch nicht abgesagt oder verschoben werden mussten? Puh, das habe ich gar nicht so auf der Kette gerade, ehrlich gesagt. Ja, die 2023. Ne? Was mit dem Brötchen? Ja, die müssen wir rausholen. Müssen wir rausholen? Aber die sind noch hell. Die Brötchen! Brötchen raus! Schon seit 6 Minuten. Ja, raus noch. Ich geh jetzt mal wieder aus dem Weg. Ich hab meinen Job gemacht. Hier sind die. Lalalala. Hier ist zu wenig Platz für 3. Außerdem, viele Köche verderben den Bürgermeister. Ja, bis gleich. Freunde, habt ihr im Ton auch so ein Krisseln, so wie ich jetzt gerade? Hallo, ich bin wieder da. Viele Köche retten die Brötchen wohl. Ja, das stimmt. Ich hatte die Brötchen jetzt zum Beispiel vergessen. Ich muss mir da immer so einen Timer stellen, weil sonst arbeite ich mich mit dem Hackfleisch so in Rage, dass ich dann wieder vergesse, die Brötchen rauszunehmen. Aber Dirki, wollen wir mal das Hackfleisch versuchen zu würzen? Wir brauchen Salz, Pfeffer und Zucker. Zucker ist, glaube ich, einfach immer gut. Ja. Zucker, das, wenn man das da reintut, dann führt das irgendwie auch dazu, dass das nochmal karamellisiert. Und deswegen kommt da jetzt auch mal so ein Haufen Zucker rein. Ist das Zucker oder Salz? Okay, machen wir mal so Zucker rein. Und dann nochmal so ungefähr dasselbe. Mache ich immer 500 Gramm Hackfleisch und so. Und dann ordentlich Pfeffer. Dann haben wir gleich so krasse Frikadellenheimer, ey. Boah, hab ich noch nie gemacht. Okay, also Ton ist okay bei euch, dann ist ja gut.
Bei mir krisselt er total. Habt ihr eigentlich irgendeinen gegenseitigen Spitznamen für euch? Habt ihr Spitznamen für mich? Bestimmt, oder? Ich glaube, du gibst zu viel Input rein. Ja? Ich? Mhm. Insgesamt? Mhm. So besser? Hallo, hallo, hallo? Also wir haben hier Tonschwierigkeiten. Spitznamen. Haben wir Spitznamen? Nee. Doch, der Dirk ist manchmal der... Bist du nicht der dunkle Lord oder sowas? Nee, Lord Dirkchen. Hier ist ein Royal Darkness, genau. Was haben wir denn noch? Eugen, der Eugen. Eugene. Ja, das ist der Name auf Englisch. So, du hast die geile Burgerpresse. Und du musst jetzt mal die Patties pressen. Also ich will ja nichts sagen, aber das ist ein Applaus wert. Das hier riecht so mega geil. Und das ist bestimmt total karamellisiert und alles. Mega. Hammer. Ich muss mal die Soße probieren, gleich, die der Dirk gemacht hat. So. Du machst einen Burger Patty. Hörst du mich? Ja. Yes. So, für die Patties haben wir hier so eine schöne Burgerpresse. Mhm. Aber da gehen noch niemals 250 Gramm rein. Ja, dann... Wie machen wir das denn dann? Da musst du das oben so ein bisschen überlappen lassen. Oder wir machen es halt kleiner. Da machen wir lieber drei etwas kleinere. Oder? Dann haben wir drei, so 200 gehen da vielleicht rein, oder? Ja, ist ja gut. Kriegt man die ja dann auch wieder raus, Dirk? Nee, ne? Ich hab noch eine andere Variante. Wartet mal. Geht nicht weg, bleibt hier. 61 Menschen, geil. Cool. Vielleicht gehen wir einfach zu Mc's und holen ein paar Big Macs. Vielen Dank. Ich habe jetzt gerade nicht mitgekriegt, was für ein Alarm das war, aber... Dankeschön. Das geht auch. So ein Tortenring. Ging das oder ging das? Oh, meine Zwiebel. Yeah. Ein schmaler Grat. So, ich versuche jetzt mal mit dem Ring das hier hinzukriegen. Heute auch gelernt, dass man die anfrieren lassen kann, damit die halten. So, der sieht doch ganz gut aus, oder Leute? Hm? Das ist vielleicht nicht so ein Riesenoschi. Seid ihr noch froh? Form vorher nass machen. Ah! Guck. Eigentlich machen wir das nur, damit wir selber ein bisschen was lernen. Logisch. Aber der Chubby schwitzt schon, das sage ich euch, der schwitzt schon. Oh, das sieht gut aus, Junge. Sehr geil. So, was machen die Zwiebeln? So, Freunde der Blasmusik. Das ist mal geiler Scheiß.
Tobi, Gitarre spielen oder kochen in Zukunft? Ich glaube, ich könnte ohne das eine oder das andere nicht leben. Kochen ist ja auch wichtig, damit man nicht vom Fleisch fällt. Nee, also Gitarre spielen ist natürlich das, was mir wichtiger ist, aber kochen macht irgendwie auch Spaß. Ja. So, müssen wir wieder ein bisschen mehr Zug hier in den Stream kriegen. Dirk. Was machst du? Putzen können wir später. Mhm. Okidoki. So, wir haben jetzt hier die schönen Patties. Wir haben hier die Tomaten. Die Zwiebeln sind fertig. Die liegen hinten, karamellisiert. Die sehen sehr schick aus. Zeige ich euch gerade nochmal. Kann man essen, oder? So. Sehr, sehr cool. Was machst du denn jetzt, Tobi? Erzähl. Ich würde jetzt in der Pfanne als erstes mal so ein bisschen Bacon zerlassen. Da ist ja auch so Fett drin. Und dann kann man das Fett von dem Bacon und den Geschmack davon kann man nutzen, um da drin die Burger Patties zu braten. Geil. Das klingt auf jeden Fall mega. Ich bin gespannt. So, in der Zwischenzeit würde ich jetzt mal ein Brötchen Test aufschneiden, um mal zu gucken. Wir haben ja 4 gemacht in weiser Voraussicht. Und eins zum Testen. Ich gucke jetzt mal, wie das so innen ist. Ich nehme einfach mal das Kleinste. Wir haben sogar 5 Brötchen gemacht. Also es ist auf jeden Fall heiß. Okay, ich brauche einen Handtuch. So, schauen wir mal. Ja, das ist ein bisschen klein. Die anderen sind hoffentlich was größer, oder? Boah, die riechen mega, Leute. Ja? Mmh. Mir riecht das ein bisschen zu sehr nach Hefe, aber das hat Hefeteig, glaube ich, so an sich. Aber es schmeckt geil. Ich habe heute Mittag schon mal einen probiert. Das ist echt knülli. Ladies and Gentlemen, Le Brötchen. Sehr cool. Okay, Tobi zerlässt jetzt den Bacon. Brutzelgeräusch, warte mal. Das kriege ich doch eingefangen. Mega. Oh, das riecht geil. So, die Stunde der Wahrheit. Ein bisschen Salat brauchen wir noch, ne? Ja. Ich finde auch, dass wir beim letzten Mal mehr Sauerei gemacht haben, oder? Stimmt, wir werden viel zu ordentlich. Sieht gar nicht so schlimm aus. Was ist denn da los? Irgendwas läuft hier verkehrt. Eigentlich muss es bei den Küchenchefs des Todes ja abgehen und aussehen wie nach dem also auf dem Schlachtfeld. Ne? Vielleicht kann ich ja noch ein bisschen Dreck machen. Bin ich eigentlich gut drin. Ja. Geil. Soll ich die Frikas mal reintun? Salat, Leute. Ich tue die Teile jetzt mal in die Pfanne. Boah, Leute, ich will nichts sagen, aber
Schade, dass es kein Geruchsfernsehen gibt hier, weil das riecht so geil. Das ist der Knaller. So, hier haben wir jetzt schon mal unsere Zutatenstraße. Ja, und wo man nicht Butter dazu tut, wo man nicht Zucker dazu tut, da tut man Butter dazu. Dann tun wir jetzt noch ein bisschen Butter rein. Alles klar. So, wie sieht's bei euch aus, Leute? Kocht eigentlich wer mit? Ist jemand auch in der Küche gerade? Ich gehe mal hier hin, dann kann ich den Chat nämlich lesen. Ah, jetzt mache ich mir noch mal ein Bierchen. Sehr schön, Meister August. Das merken wir uns auf jeden Fall. Also, falls ein Kochbuch von uns kommt, werden wir da auf jeden Fall die richtige Namensgebung uns überlegen, ja. Wo ist eigentlich der Käse, lese ich hier. Ja, wo ist der Käse? Der chattert da noch so irgendwo vor sich hin. Hier ist der Käse, Freunde. Ja, was nehmen wir für Käse? Also ich persönlich mag Cheddar am liebsten auf dem Burger. Es gibt natürlich andere Varianten. Tobi, wie ist das mit dir? Cheddar. Cheddar. Wir sind Cheddar-Fans. Und natürlich gibt's auch Gurken. Die tue ich mal neben die Zwiebeln, oder? Dann nehmen wir ganz, ganz easy Gurken aus dem Glas einfach nur. Gurken ist aber so eine Sache, ne? Nicht jeder mag Gurken. Also ich zum Beispiel mag keine Gurken auf dem Burger so gerne. Deswegen machen wir jetzt hier so eine Zutatenstraße und da kann sich jeder seinen Burger einfach so belegen, wie er Bock hat. Natürlich die Soße. Die drei magischen Worte der Küche mit Käse überbacken. Ja, absolut. Würden wir zugeben, wenn die Burger richtig scheiße schmecken, Tobi? Ich glaube, das würdet ihr sehen und merken. Könnt ihr euch vorstellen, dass diese Burger so richtig scheiße schmecken? Kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Wer hat das gefragt? Meister August. Naja. Oh ja. Ja, klar würden wir das zugeben. Das geht ja hier. Jersey Giants, nein, das sind... Das ist eine gute Frage. Das eine ist eine Königsberger. Die andere Rasse. Wie heißt die andere Rasse noch? Ich hatte mal eine Sperber. Das ist aber eher das Gefieder oder die Gefiederfarbe. Ein anderer Vogel. Sperber. Boah. Soße geht. Ja. So. Das wird schon leider geil. Ja, wir freuen uns auch auf Frankfurt. Das ist der Gig in der Batsch Cup. Ja. Übrigens, Freunde, am 10. Juli, wenn wir schon mal bei Konzerten sind, ne? Am 10. Juli sind wir in Bendorf. Das ist in meiner Heimat quasi. Bei Summer in the City. Und wer Bock hat... Der kommt vorbei, da gibt's richtig fettes Heldmaschine-Vollprogramm auf die Ohren. Unser erstes Konzert dieses Jahr, erste Live-Show. Open Air mit Corona-konformen Abständen und so. Aber trotzdem dürfen 400 Leute dahin. Das wird ein Kracher. Richtig geiles Open Air. Also da freuen wir uns mega drauf. Kommt dahin für diejenigen, für die das erreichbar ist natürlich.
Und am 17. gibt es, wie gesagt, unser Streaming-Konzert hier auf Twitch, auf diesem Kanal. Gerne weitersagen. Und ich glaube, am 24. war es, spielen wir mit dem Teufel von Tanzwut und der Unzucht. Und da freuen wir uns schon mega drauf auch. Den Ort habe ich jetzt leider vergessen, aber einfach auf Facebook und dann, ihr kennt das. So, jetzt ist es heikel, wann man die Frikadellen jetzt rausnimmt. Die, ne? Ich glaube, die brauchen noch ein bisschen. In der Zeit schneide ich mal gerade die Brötchen auf. Wie viele Leute sind an unserem Stream beteiligt? 2 bis 3. Ja, das sind auf jeden Fall unsere komplette Crews natürlich am Start. Wir haben aber auch noch 1-2 Kameraleute mehr dabei und 2 Techniker zusätzlich, die dabei helfen werden. Also es wird schon ein relativ großes Team an dem Tag. Und wir finden das mega cool, das auf Twitch zu machen. Also ich freue mich da total, weil das hat ja jetzt irgendwie so ein bisschen Tradition bekommen, dass wir was auf Twitch machen und dass wir jetzt auch noch irgendwie wirklich ein Livestream-Konzert machen. Das finde ich mega, mega geil. Ja. Sollte auch so ein kleiner Trost sein, ne, für die vielen ausgefallenen Konzerte. Nacht der Helden ist ja jetzt leider auch verschoben worden auf nächstes Jahr. Und ja, so ein kleiner Trost für die Leute, die da kommen wollten. Auch. Heiß. Oh. Bist du schon bei Brötchen und so? Was machen denn die Patties? Ich glaube, die brauchen einen Moment. Die sind innen noch ein bisschen zu rosa. Das muss ja nicht so super durch sein. Oder? Nö. Ihr mögt das wahrscheinlich auch so ein bisschen Medium. Yes, Jane, it smells very great. Very, very good. Freunde, das darf ich euch nicht vorenthalten. Das ist schon leider geil. Oh, neues Bier. Wie magst du deine Patties eigentlich? Medium oder durch? Oder wie machst du die? Ich glaube, bei so einem Fleisch, da darf es auch mal noch so ein bisschen rosig in der Mitte sein, oder? Ja, absolut. Also Medium auf jeden Fall. Eigentlich wollten wir ein Fleischthermometer hier noch beauftragen, ja, aber da war leider die Batterie alle. Da ist es, ich habe es extra mitgebracht, weil mit Fleischthermometer wird es natürlich noch mal geiler, das wird ein Kracher. Normalerweise Fleischthermometer ist ein Muss bei sowas. Aber leider, ja, war die Batterie leer. Aber wir kriegen das auch ohne hin. Da kommen die Röstaromen, Leute. Jetzt kommt der Cheddar drauf. Oh, das wird gut. Doppelt hält besser. Zwei Scheiben. Das gehört 2 Scheiben Cheddar. So, wo ist denn die Mampfmaschine? Und da oben auf den Cheddar kommt jetzt der Speck drauf. Freunde, das wird ein Knaller. So, Tobi hat jetzt die Patties fertig gebacken oder gebraten, hat den Cheddar mit drauf gemacht, der schmilzt jetzt gerade an quasi, da drauf kommt der Speck und dann die karamellisierten Zwiebeln oben drauf und dann werden die Brötchen quasi in der Pfanne ein bisschen mitgebraten, damit die so ein bisschen den Geschmack annehmen, ne? Der
Der Schnaps ist alle. Wow. Oh, ein Raid? Wo ist ein Raid? Wer hat geraidet? Hat jemand geraidet? Boah, auf einmal sind so viele Leute da. Hat jemand geraidet? Da kam ein Raid. Wow, vielen Dank. Wer hat denn geraidet? Das müssen wir jetzt gerade mal checken hier. Guck lieber auf deine Paddies. Hey, vielen Dank für den Raid an alle, die jetzt dazugekommen sind. Ihr seid bei der heißesten Kochshow auf Twitch. Und wir machen gerade ein Burger-Special. Das wird mega cool. Oh, vielen Dank für dein Follow, Zolf. So, Freunde, wir nähern uns dem Finale hier. Schaut euch das an. Das ist der Knaller. Tja, hast du die Mampfmaschine schon angerufen? Die Mampfmaschine. So, wir rufen mal die Mampfmaschine hier. Ich klingel jetzt mal die Mampfmaschine an. So. Boah, das sieht mega cool aus. Ich hatte eben gesagt, es wäre nicht so viel Sauerei in der Küche, aber es ist leider doch Sauerei geworden. Ah, ich finde, das muss sein. Geil, ey. Ist das schön mit euch. Ja. Cool, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt, ohne Scheiß. So, wollen wir nochmal durchgehen, was wir gemacht haben. Also, begonnen haben wir mit dem Teig, mit den Brötchen. Ne? Selber gemachte Brötchen. So sehen die aus. Und diese Brötchen kommen übrigens jetzt nochmal in die Pfanne, damit die nochmal den Geschmack und das Öl und alles aufsaugen können und damit die auch ein bisschen verschlossen werden und die nicht so pappig werden, wenn da gleich die Soße drauf kommt. Mhm. So, ich versuche jetzt gerade hier die Mampfmaschine, der Mampfmaschine Bescheid zu geben. Damit wir auch gleich einen Verköstiger haben hier. Oh! Ladies and Gentlemen, wir präsentieren unseren Verköstiger Mampfmaschine! So! Jetzt haben wir nur keine Teller mehr. Ja, ja, doch, wir haben noch Teller. Ja? Okay. Kommt rein, fängt direkt wieder an zu stänkern. So, Freunde, der Tobi hat jetzt hier nochmal die Brötchen in die Pfanne gemacht, damit die so ein bisschen sich verschließen und das Fett so ein bisschen mit aufsaugen und der ganze geile Scheiß da reingeht. Also Flavored Brötchen quasi. Alright, let's go. Wir belegen. Mach nach. Okay. Einer muss vormachen. Ja, also. Ich fange mal an, Leute. Also, Unterseite, Soße, Salatblatt, Tomate, Rest. Das sieht gut aus. Nur eine Tomate? Jetzt habe ich die schon so dünn geschnitten. Na gut, ich mach mal nach jetzt. Das aber ich? Das wollt ihr nicht sehen. Ich glaube, das dauert noch ein Leben, bis ich mir so eine Schürze verdiene. So, Freunde, und so sehen die aus, die Burger des Todes. Bürgermeister Dirk.
Fett. Das ist ein Knaller. Aber das kriegst du doch nie... Ja, ich wollte gerade sagen, das kriegst du doch nie in den Mund geschoben. Ah. So, wie war das nochmal? Erst Salat. Oh! Meine Damen und Herren, soeben erreicht mich die Nachricht, wir haben unseren ersten Battle-Partner. Am 4.7. Kommt der liebe Chubby zu uns und battelt uns im Kochduell. Also Avarium am 4.7. Jetzt ist es öffentlich, mein Freund. Da kommst du nicht mehr raus aus der Nummer. Wo hast du das denn jetzt gelesen? Hä? Er hat mir gerade geschrieben. Ach echt? Halt's in die Kamera als Beweis. Beweis. So, 4.7. Avarium bei uns in der, im Kochstudio und dann gibt es einen riesen Battle hier. Ich habe schon ein bisschen Angst. Ich glaube, der Chubby kann echt gut kochen. Gurke. Ich glaube. Ja, der wollte erstmal gucken. Ja, ich glaube, der wollte erstmal checken, so. Hat er überhaupt eine Chance, ne? So. Aber come on jetzt, Leute. Come on jetzt. Ich will ja nichts sagen, aber. Ich finde, das sieht schon fett aus. Also nochmal einen schönen Applaus hier, ne? Wo ist die andere Hälfte vom Brötchen? Achso. Oh, das war knapp mit dem Bier jetzt. Das wäre das Ende des Streams gewesen. Oh, das ist aber klein. Was ist das denn? Also dafür, dass ich jetzt sagen soll, wie es schmeckt, ne? Bist du ganz schön mutig, in dieses kleine Ding hier aufzulegen. Soll ich den größeres holen? Nee. Man muss das auch einmal schön zusammendrücken. Ja. Okay. So, die Stunde einmal der schön Wahrheit. Zusammendrücken. Die Stunde der Wahrheit, Leute. Die Mampfmaschine testet vor. Ich gehe schon mal in Deckung. Ist noch zu heiß, es geht noch nicht. Kann man einer ein Foto von dem Burger machen für die Nachwelt? Das ist ja so ähnlich wie die Mondlandung eigentlich, oder? Also. Wartet. Haben wir noch HM-Fähnchen? Haben wir so kleine HM-Fähnchen? Ja? Noch nichts machen. Also das ist ja echt mal ein Knüller. Welches war denn jetzt meiner? Der mit dem großen Oberbrötchen, ne? Hm. Ihr seid ja nur neidisch. Ist nicht gut für den Cholesterinspiegel. Stimmt. Ja, also ich glaube, das gesündeste Essen ist es jetzt nicht wirklich. Aber lecker. So. Welcher ist meiner? Der hier. Der hier. Jawohl. Wir müssen alle mal zusammenstehen. Wie die Mondlandung. Ja. Gar kein Foto, ist ein Film. Ist ein Film, aber machen wir dann ein Bildschirmfoto draus. So. Leute, die Stunde der Wahrheit. Wie schmeckt der Burger des Todes? Hau rein. Nicht, dass wir jetzt alle tot umfallen. Das mit dem Kleinen ist deiner, oder? Nee, das oder? War deiner. Das ist Renés, das ist meiner. Weil ich habe den blauen Teller. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr, keine Ahnung. Ich habe schon reingedrückt, also platt gedrückt. Ich glaube schon. Du hast den Salat so umlaufen lassen und ich habe den so akkurat da reingefaltet. Ne? Aber möchtest du vielleicht den haben? Ich will ja mit dir tauschen. Okay, los geht's. Ehrliche Meinung jetzt. Okay, Leute. Eins, zwei, drei. Alter! Das ja, ist Mann. Wirklich echt lecker. Boah! Einmal, oder? Schwer zu essen? Chubby, vergiss es. Schaffst du nicht. Richtig geil. Boah! Hab ich euch gar nicht zugetraut. Hab ich euch gar nicht zugetraut. So, Freunde, das waren die selbstgemachten Burger des Todes hier. Mit selbstgemachten Brötchen, geilstem Patties.
Wir machen jetzt den Wettbewerb, wer hat seinen Burger als erstes komplett aufgegessen? Ja, ich mit Sicherheit nicht. Ja, wenn du so viel laberst, geht das nicht. Aber wir können ja jetzt nicht die ganze Zeit essen. Geht ja auch nicht. Boah, geil. Ja, Freunde. Das war